Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder Zeit, sich mit Ninja zu beschäftigen und zwar dieses Mal mit dem Speedy Rapid Cooking System, was verschiedene Modis jetzt unterstützt. Zum einen das Dampfgaren und zum anderen das Heißluftfrittieren und das Ganze in einem Topf. Soll nochmal deutlich schneller gehen wie die vorigen Modelle. Ich weiß nicht, ob da einfach mehr Power dahinter steckt. So weit stecke ich da jetzt noch nicht im Thema. Ich konnte es jetzt auch noch nicht live testen, das Ganze. Auf jeden Fall wieder komplett neues Design und bin auf jeden Fall mal auf die ersten Ergebnisse mit gespannt. Gerne könnt ihr mir auch mal das Ganze kommentieren und mal eure Erlebnisse dazu schreiben. Ninja lässt sich ja auch immer was Neues einfallen. In dem Fall ist es dieser neue Switch oder Wahlschalter, könnte man dazu auch sagen. Da kann man mich zwischen den beiden Modis hin und her schalten. Zum einen das Heißluftfrittieren und zum anderen das Dampfgaren. Macht irgendwie tierisch Spaß und wie man sieht, kann man hier schön rumspielen und ist relativ simpel von der Bedienung. Deswegen hat es den Namen Speedy schon mal verdient auf jeden Fall, weil das ist schon mal wirklich nice. Der Speedy läuft auch unter einer neuen Kategorie bei Ninja, also möchte ich ihn jetzt gar nicht so unter die regulären einordnen zu wissen, aber ich bin mal gespannt, was da noch für Geräte kommen danach. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, in einer ganz neuen Kategorie. Ja, neues Gehäuseformat auf jeden Fall und vorne im Aussehen auch auf jeden Fall mal eine neue Farbe. Was auch neu ist, dass man gar kein Ventil sieht. Ich konnte es jetzt praktisch auch noch nicht testen, soweit. Hinten ist wie gewohnt auch noch dieser Behälter, wo man die Kondenswasser drin sich sammelt, was man anschließend noch leeren muss. Und ansonsten komplett neues. Auch der Deckel ist neu, so dass er nicht aussieht wie beim Multikocher. Leider kommt man da nicht mehr an die Heizspiralen dran. Und im Deckel ist wie gewohnt eine Dichtung. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Automatikverriegelung ist. Das konnte ich aber noch nicht testen. Hier sehen wir mal die Maße von dem Kochtopf. Die habe ich euch mal ausgemessen mit dem Zollstock, dass euch mal da eine Vorstellung machen könnt, wie viel Platz da drin ist. Neu ist auch der Einsatz, finde ich viel besser gelöst wie bei den Kochern, denn so hakt das in den Seiten von der Schale ein und man spart einfach dadurch Platz und Fläche. Finde ich gut gelöst und vor allem kann man es auch besser verstauen, das Ganze. Finde ich sehr schön. Auch dazu habe ich mal euch die Maße genommen, sodass ihr da euch das auch mal ein Bild verschaffen könnt. Wie gewohnt kann man auch hier die ganzen Einsätze rausnehmen, inklusive den Kochtopf, sodass man schön reinigen kann. Und darunter hat man dann die Heizplatte mit dem Kontaktsensor. Mal kleines Feedback geben, ob auch der Topf leider so ein bisschen kratzempfindlich ist oder ob sich das vielleicht verbessert hat. Das wäre mal ganz schön zu wissen. Ansonsten soll es das erstmal zum Unboxing von dem Speedy gewesen sein. War ein Speedy kleiner Beitrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wer sich wundert, dass im Hintergrund ein bisschen Werkzeug zu sehen ist, das ist mal mein zukünftiges Projekt. Aber da kommt mal irgendwann was dazu bei meinem YouTube-Kanal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da, kommentiert das gerne mal und ansonsten gibt es noch ein paar Bildchen auf die Augen, dass ihr noch mal ein paar Eindrücke von dem Gerät habt. Ja, das war's. Ciao, ciao und bye, bye.